So, YouTube. Hallo, herzlich willkommen zurück. Wir sind in unserer Basis. Ihr seht, ich hatte schon ein bisschen was vorbereitet. Wir wollen noch ein paar Sachen weglegen. Ihr seht, wir haben echt viel Stuff dabei. Das ist gar nicht mal verkehrt. Und ein paar Pfeile extra. Wo haben wir denn die hingelegt? Hier hinten nicht. Zack, da haben wir auch schon fast drei Sätze Pfeile. Super, super, super. Dann nochmal hier ein paar Bretter rein. Speck mit Eiern. Ich glaube, wir haben nicht genug Fett gesammelt. Nee. Wasser können wir auch nochmal machen. So, 5, 6 Minuten, das passt. Hier haben wir alles weggelegt. Hier haben wir jetzt weggelegt. Und da haben wir weggelegt. Eisen haben wir auf jeden Fall gut. Das ist noch eine Mod. Und da haben wir noch einmal Essen. Das kann hier rein. Wir wollen ja nochmal los. Deswegen nehme ich noch zweimal Trinken mit. Aber wir sind an sich aufgefüllt. Dann eine Waffe kann hier noch rein. Das ist Mod. Das ist Mod. Das ist auch Dings. Ja, weiß nicht. Das ist auch eher Werkzeug vielleicht. Blutkonserve. Mod. Das kommt hier hin. Ich weiß gar nicht, Blutkonserve kommt zur Medizin nicht. Da hat er gar nicht wegsortiert. Ich packe sie einfach zur Medizin und die Pfeile können wir daraus aus der Munition fertigen. Zack. Und dann würde ich sagen, ist das hier erstmal fertig. 16 Uhr. Da können wir auf jeden Fall nochmal in die eine Stadt und uns den Loot da drüben holen. Hallo Helena, wir spielen 7 Days to Die, ein Survival-Zombie-Game. Und hallo Ickedrum, heute ist ja richtig voll im Chat. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass so viele Leute chatten. Sonst war immer nur eine Person, manchmal zwei dabei. Willkommen, willkommen. Ja, wenn ihr auch dabei sein wollt, ihr hört es in der Aufnahme, kommt auf YouTube in den Chat oder auf Twitch in den Chat, je nachdem, wie sich das entwickelt. Mal gucken. Oh, ein bisschen Holz noch mitnehmen. Oh, sogar wieder ein Honig gefunden. Sehr schön. So, 200 reicht, falls wir Pfeile finden. Bitte, bitte. Dafür ist der Chat ja da. Hab übrigens den Counter endlich geschafft anzupassen. Ihr habt den ja über 500 gebracht. Auf der letzten Radreise. Und mein Rad ist in der Reparatur. Ich kann es morgen abholen. Aber wahrscheinlich komme ich erst übermorgen dazu. Morgen ist ein Zahnarzttermin. Ich sag euch, es war nur Reinigung, aber trotzdem. Uff, 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 nicht? Zahnarzt will man immer nicht sehen eigentlich. Schrotflinten selbst gebaut, erhöht. Ja gut. Schrotflinten nochmal. Und Knüppel. Oh ja, Knüppel ist aber gut. Den können wir fertigen. So. Und Bogen konnte ich auch, glaube ich, ein Level erhöhen. Und wir können uns auch mal Kleidung verbessern. Wäre auch noch eine Option. Ich habe sehr schlechte Waffenmods aber gefunden in diesem Spielstand bisher. So, wo ist die Stadt? Genau hier über uns, okay. Müssen wir mal gucken, welches Gebäude wir jetzt machen. Die ganzen Städte, die hatten nicht so geile Sachen, nicht? Das eine da hinten hat ein Stiff-Tool. Das könnte sogar schon resettet sein. Da könnten wir nochmal hin. Aber das ist ganz weit im Süden. Das wäre dann eher was für den nächsten Tag. Aber ich will eigentlich die Stadt im Norden mir erst angucken. Sehr wenig Wohnhäuser und sowas. Meistens nur irgendwelche kleinen Einzimmer-Apartments. Und in die großen Dinger will ich
noch nicht unbedingt rein, nicht? Grover Hyde mit 5 Sternen, bei den anderen oft Bedenken wegen Hunden. Solange ich kein Werkzeug gegen Hunde habe, vermeide ich das da auch ein bisschen. Okay. Er hat doch da einen Pfeil stecken, oder? Ah. Ich bräuchte halt wirklich so einen Schockstab oder so irgendwo raus. Wenn ich etwas live sehe, steige ich in den Chat ein, damit ich dem eine Freude machen kann. Like, nette Sprüche. So nämlich. Das ist eine gesunde Einstellung. Das ist sehr gut. Danke dafür auf jeden Fall. Es ist immer hilfreich. Oh. Und gern gesehen, nicht wahr? Nee, das ist mir zu risky. Das hilft auch ungemein, motiviert zu bleiben. Hier am Hund. Also weg da. Das ist auch der eine Grund, warum ich den Chat auf YouTube mal ausprobieren wollte. Weil auf Twitch hatte ich kaum, und das über Jahre, Chat-Interaktivität. YouTube gab's oder hatte damals ja nicht so den Live-Fokus, deswegen hat man das gar nicht so in Betracht gezogen. Aber inzwischen ist das, glaube ich, sehr gut entwickelt. Und ja, da dachte ich, gebe ich dem doch mal eine Chance. Und bis jetzt bin ich zufrieden. Und jetzt habe ich das Glück. Das freut mich. Danke, dass du da bist. Und danke, dass du die Zombies erträgst. Ah, da müssen wir hier alle durch. Das finde ich so ein bisschen komisch, dass man so aus 3 Metern an irgendwas rankommt und auch getroffen werden kann teilweise. Das ist vielleicht der eine größere Kritikpunkt, den ich noch habe an dem Spiel, dass man halt nicht sieht, so gut mit getroffen oder nicht getroffen werden, Abständen etc. Oh, jetzt habe ich ja Dietriche, nicht? Wir könnten dann mal lernen, wie man Schlösser öffnet, dann können wir auch zu dem Schatz gehen. Die haben doch auch sicher einen Hund. Na? Ah. Warum kommt der da nicht hoch? Jetzt. Der ist ein bisschen dumm, oder? Ich glaube, wir haben irgendjemanden geweckt. Hallöchen! Er sieht nicht mehr so gut aus. Gut, er sah vorher auch nicht besser aus. Oh ja, eine schöne Box. Und Autokistenhändler. Ah, eine Steinaxt Level 2. Was soll ich denn damit anfangen? Rad haben wir auch schon. Ich muss ein bisschen auf die Uhrzeit achten, nicht? Ist kein neuer Tag gewesen. Ich kann noch nicht so unendlich viel hier machen. Ich sehe zumindest keine Hundehütte. Laufen wir auf dem Zaun entlang. Na, sieht gut aus. Eine Sporttasche. Oh, nur eine Zeitschrift drin. Wahrscheinlich ist der Hund hier drin.
Oh. Die gute Dame. Was möchten Sie? Ich verkaufe nichts. Ich habe nichts. Ich bin ein armer Schlucker. Ich habe nur Pfeile. Oh, da oben ist was. Das wollen wir haben. Okay. Ich dachte, das ist ein halber Zombie. Ist aber nicht. Was ganz früher cool war, ist, dass es so auch mal Wasser oder sowas gab. Das gibt's jetzt irgendwie nicht mehr so richtig. Na, klasse. Ich komme jetzt vielleicht, wenn ich sehe, öfter vorbei, weil du so nett bist. Das ist schön. Ja, ich hoffe, ich bin auch nett. Manchmal bin ich auch piffelig. Das ist am meisten, wenn ich einen schlechten Arbeitstag hatte, nicht? Oder schlecht gegessen habe oder nichts gegessen habe. Aber ja, ich glaube, so geht's jedem mal. Aber heute bin ich richtig gut drauf. Mann! Bei der Radtour war ich richtig schlecht drauf. Nachdem mein Reifen platt war, nicht? Da war alles vorbei. Und an dieser einen doofen Autobahnstelle. Ja. Ansonsten gibt es hier auf jeden Fall auch anderen Content. Nicht nur Zombie-Geschnetzel, aber aktuell machen wir Zombie-Geschnetzel und für alle, die Rollenspiele mögen, die nächsten Tage auch nochmal Kingdom Come Deliverance, nicht wahr? So 19 Uhr, ich würde sagen, 700 Meter, wir gehen zurück. Das muss reichen. Ja, da haben wir nämlich auch noch das Let's Play am Laufen. Und wir haben auch noch dann das eine, wie heißt das immer? My Game Dev Studio, bla 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 bla. Ich vergesse immer den Namen von dem Spiel. Aber jetzt machen wir erstmal hier bis Horde Nacht 2. Heute haben wir Tag 13 nur geschafft. Aber wir haben ja noch 1,5 Tage, schaffen wir auf jeden Fall noch heute. In der gleichen Aufnahmesession. Wer das in der Aufnahme hört. Apropos Aufnahme. Aufnahme läuft noch. Okay. 12 Minuten erst. Da haben wir also noch Zeit. Schau vorbei, wenn ich es sehe. Versuche ich es. Ja, super. Das freut mich. Das ist immer, wenn man nicht ganz allein im Chat rumhängt, ist das immer gut. Und wenn die anderen lieber in Urlaub fliegen und einen dann alleine lassen, dann kann man auch gut Urlaubsvertretung vertragen. Ja, wie gesagt, auf Twitch war der Chat oft auch nur ein Personenbetrieben. Das ist an sich ja nicht schlimm, aber wenn dann die eine Person nicht da ist, dann ist es halt schlimm. Und ich meine, die Zuschauerzahlen, YouTube ist da wesentlich, sag ich mal, einsteigerfreundlicher, was Wachstumszahlen angeht. Also wenn ihr selber streamen wollt, kann ich euch nur YouTube empfehlen und dann vertikales Format ist auf jeden Fall stark im Kommen. Weil ich glaube, der Algorithmus lernt auch anhand, was ihr so guckt und was ihr streamt, euch den richtigen Leuten vorzuschlagen. Und das macht Twitch zum Beispiel gar nicht. Da muss man proaktiv selber die Leute ranziehen. Da kommt nur durch ganz viel Zufall mal einer reingespült. Und das weiß ich, weil ich seit 2018 auf Twitch gestreamt habe. Und der Kanal ist jetzt schon kleiner als der YouTube-Kanal, der zwar immer parallel lief, aber erst so seit 2-3 Monaten richtig befeuert wird. Das sind ganz andere Dimensionen. Und das ist schön zu sehen, auf jeden Fall. Weil ich will auch nicht meinen Content verstellen. Nicht viele schneiden denn den Content zurecht, machen dies und das und jenes. Aber ich will lieber die eine Person ansprechen, die daran Freude dann hat, anstatt 100 Millionen anzusprechen, nur weil ich den Beef mit dem nächsten
irgendwas anfange. Das brauche ich nicht. Da können wir, glaube ich, auch alle drauf verzichten. RTL und Co., da wird schon genug rumgeschrien im Fernsehen. Ich war neulich im Urlaub und habe mal Fernsehen angemacht. Ich war froh, als er ja wieder aus war. Da wird ja nur gekreischt, nur durcheinander gesprochen. Fünf Leute immer gleichzeitig. Oh, das ist echt totale Reizüberflutung und totale Negativität. Und das brauche ich nicht im Leben. Nicht? Dafür ist meine Lebenszeit zu kurz und zu schade, um anderen Leuten beim Streiten zuzuhören. Das brauche ich nicht. Oh oh, 21 Uhr. Es wird auf jeden Fall eng. Oh oh, oh oh. Upsi. Ja, das Baumumfallen hätten sie zum Beispiel auch nochmal schöner machen können. Ich fand das in Seven Days to Die Alpha 1 eigentlich richtig, richtig geil mit den Bäumen. Da kann ich euch die Folge von Hirnsturz auf jeden Fall empfehlen. Ich habe mich damals weggeschmissen. Der stört mich schon eine Weile. Das stört mich auch. Oh, aber wir haben es ja geschafft, rechtzeitig nach Hause zu kommen. Klong, klong, klong. Treppe sicherheitshalber weg. Wasser haben wir auch noch eins. Oh, ist nicht mehr alles fertig geworden. Okay. Bisschen Holz rein. Und haben wir Fett gefunden? Fett haben wir immer noch nicht gefunden. Wir haben aber auch kein Fleisch gesammelt. Oh, gut. Alles wegsortieren. Also Nahrung. Ich glaube, um Nahrung bräuchte ich mich gar nicht mehr kümmern. Ich könnte die fast liegen lassen, nicht? Das ist sehr dekadent dafür, dass man am Anfang fast verhungert in dem Spiel. Warum hat er das hier nicht alles weggeräumt? Aber wir haben immer noch keine Ranch gefunden, nicht? So habe ich damals eine Level 3 Axt verloren. Ich habe die aus Versehen gedroppt und auf einmal war sie dann einfach weg. So, aber instant. Nicht mal so 5 Minuten oder irgendwas. Sie war einfach weg direkt. Das war ziemlich beschissen. Okay. Lappen scheinen voll zu sein, deswegen packt er die nicht hoch. Und das gleiche beim Essen. Effektive Verdauung gibt der. Ja, wir können ihn auch eher den herstellen. Ich meine, haben müssten wir ja Chrysanthem. Haben wir nicht. Nicht eine. Nur Samen. Bäume wollten wir pflanzen. Das können wir mal machen. Baumwolle haben wir. Golden Rod haben wir. Yucca-Samen, wir wollten anpflanzen. Auch eine gute Idee. Wir haben 6 Beete. 3-mal Yucca. Was können wir noch anpflanzen? Kaffee. Kaffee brauche ich nicht. Heidelbeeren 2-mal vielleicht. Und Golden Rod. Warum habe ich denn die nicht? Okay. Ich habe jetzt geliked und abonniert. So ist richtig. Vielen Dank. Außerdem, bei mir gibt es immer ein Special, und zwar das Codewort des Tages. Wenn ihr irgendwas kommentieren wollt, egal ob es der Short ist, egal ob es der Instagram-Post ist oder ein Thread-Post, dann ist das Codewort für heute, wenn ihr nicht wisst, was ihr drunter kommentieren sollt, aber gerne kommentieren wollt, Sofa. Wie es dazu kam, tja, guckt euch den Anfang von diesem Livestream an.
Nee, ich glaube, von irgendeinem mittendrin. Wir sind da einfach irgendwie drauf gekommen, nicht wahr? So. Und ich mache hier immer so. Haben wir so Dreierblöcke auf den Seiten? Ich glaube, das ist gar nicht so blöd. Ich glaube, den muss ich nochmal eins nach hinten setzen. So, Jucker, Jucker, Jucker. Golden Rod. Heidelbeeren. Sehr schön. Haben wir dort angebaut. So, die sind für später. Wir haben noch Wasser und Kartoffeln dabei. Warum auch immer. Nee. Wasser und Kartoffeln. Die brauche ich nicht. Die sind auch gebacken, ne? Ja. Alles klar. Oh, perfekt. Was haben wir hier? Wasser. Dann kann das sogar aus. Wir haben noch 13 normale Wasser, 7 Dingsies. So, kann ich schon für den nächsten Tag auf jeden Fall mitnehmen. Obwohl, wir müssen ja erst die Treppe machen. So. Dann brauchen wir Holz. Und dann wollen wir das hier mal langsam fertig bauen, nicht wahr? Der Chat ist so lustig durch dich, weil du so lustig und schön reagierst. Oder überhaupt reagiere. Was ich immer finde, es gibt viele Leute, die gar nicht reagieren. War das ein Zombie? Hm. Dachte, ich habe was gehört. Das finde ich immer ein bisschen schade. Und dann frage ich mich, wenn die machen wirklich, ich habe mal Leuten zugeguckt, halbe Stunde und dann machen die manchmal und sonst machen die manchmal auch gar nichts und dann haben die irgendwie aber 100 Zuschauer. Dann denke ich immer, das muss doch alles gekauft sein. Das kann doch nicht echt sein, oder? Also auch, wenn die irgendwie schlafen, die Leute, und die gucken dazu. Gut, vielleicht schlafen sie ein, weil der Streamer einschläft oder so, aber ich finde das immer sehr merkwürdig. Langsam fühle ich mich auf jeden Fall sicherer hier. Alles stabilisiert und gebaut. So, die Seiten müssen wir noch zumachen, nicht wahr? Die Mittelteile lasse ich mal. Das heißt, wir brauchen Baublöcke. Ich mache mal nochmal 60. Oh. Aber wenigstens reagierst du schön und lustig. Richtig. Ich weiß nicht, reagiere ich lustig? Ey. So lustig hier wahrscheinlich auch nicht, oder? Ist lustig jetzt gut? Aber ja, ich finde, gerade als Streamer ist ja reagieren wichtig, nicht? Also, wenn ich nicht reagieren würde, warum mache ich es dann? Aber gut, jeder zieht, so wie beim Thema Urlaub, das für sich persönlich Richtige daraus, glaube ich. Und das ist am Ende, glaube ich, das, was wirklich nur zählt. Die lasse ich mal offen. So, ich glaube, jetzt habe ich es. Kann man nämlich hier auch nochmal zumachen. Perfekt. Und... Nee, hier hat er wieder Mist gebaut. So. Oh, nee, da ist immer noch. Jetzt haben wir es aber, oder? Sehr gut. Dummerum einmal abgesichert. Hast du eigentlich einen Weg zu dir für die Zombies? Hallo Kevin, nee, die Idee kam schon öfter, aber nicht für die ersten beiden Nächte. Also das hier wird auch eher so die Rückzugsbasis, nicht? Wenn irgendwas schief geht,
Wir bauen noch einen separaten Kampftower oder sowas oder Kampfturm. Da können wir uns dann sowas überlegen. Aber jetzt will ich erstmal so, sag ich mal, das Zuhause so ein bisschen fertigstellen, wo so die Grundsachen drin sind und später, ja, mal überlegen, ob man in den Untergrund geht oder. Gibt ja ganz viele Möglichkeiten. Du bringst mir ein Lächeln. Das ist schön. Wenn ich nur einer Person ein Lächeln pro Tag bringe, dann hat man das schon gewonnen. Oder? Was braucht man denn mehr? Finde ich zumindest. Alles fertig. Zumindest fertig. 0:21. Der noch. Und das Ding auch noch befestigen. Klingsi Klonksi. Und dann haben wir. Ah, der muss noch. Oh. Da haben wir, glaube ich, weitgehend erstmal alles aufgewertet, obwohl ich auch alles aufwerten könnte. Aber ich will mir so eine Lücke, falls ich rausspringen muss, lassen. Falls irgendwas schief gehen würde mal. Ich baue mir zum Beispiel immer einen Ausgang für die Zombies, weil die ja immer den einfachsten Weg zu dem Spiel suchen. Und ich kann dir gleich sagen, Untergrund ist nie so eine gute Idee. Ja, das weiß ich. Deswegen habe ich es nicht mehr gemacht. Früher habe ich gleich am ersten Tag angefangen, mich in den Boden zu graben. Aber oh shit, da war es eben. Die können ja so stark graben und pipapo, obwohl es da auch Möglichkeiten gibt. Ich brauche ja nur ein Anfang-Ding. Oh. 32, okay. Ah, guck an. Jetzt ist es sogar doppelreich. Bei meinem privaten Spielstand, da habe ich es nicht doppelreich. Aber so gefällt mir das gleich noch besser. Ich muss aufpassen, dass ich das Dach nicht ein bisschen überfrachte, nicht? Und das dann einklappt oder so. Da habe ich ein bisschen Angst vor gehabt, auch im privaten. Aber da habe ich das schon so gebaut und da hat es... Was war das denn? Hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Ah, super, jetzt muss ich das wieder auswählen. Oh, nee. Ach so, und... So. Ich finde blöd, dass man die Stabilität nicht irgendwo mit einem Tool oder sowas sich einsehen kann, sondern dass man das höchstens im Debug-Mode angezeigt bekommt. Da hätte ich mir irgendwie was gewünscht. Ich meine, jetzt ist er gelblich, nicht? Vielleicht ist es das. Wenn er rot ist, würde er abbrechen, aber ich hätte gern so eine Gesamtübersicht halt. Generell nicht. Manchmal sieht man oder weiß man das ja vorher nicht. So, guckt mal. Ist das nicht was? Ist doch was Feines. Jetzt haben wir hier so einen Kampfkäfig. Bist du Anime-Fan? Nee, gar nicht, leider. Habe ich... Also als Kind vielleicht, wenn du so willst, Pokémon, ne? Das war das Einzige. Oder Mila Ayohara oder sowas. So die Standardsachen, die früher liefen. Aber ansonsten habe ich da eher wenig Zugang zu diesem ganzen japanischen... nicht ganz so. Hatte mal auf jeden Fall Erfahrung mit... Ah, wie hieß es damals? Die Band. Mit Miyavi. Miyavi, glaube ich, und Co. Aber das sind halt auch schon ewig her. Aber seitdem eigentlich nicht mehr so meins. Hab andere Sachen für mich entdeckt. Bin eher so ins Mittelalter abgerutscht. Bin eher so ein Mittelalter-Fan. Deswegen mag ich das Spiel hier vielleicht auch so ein bisschen. Und auch Kingdom Come Deliverance.
Ich persönlich liebe ja Elektrozäune und die baue ich immer an den Aufgang. Du kannst sie schön eliminieren, bis sie bei dir sind. Ja, gut. Ich will auch diesen Elektrostab finden, weil gegen Hunde und so ist der Gold wert nicht. Gerade wenn der eine Paralyse auslösen kann, wenn man das skillt, ist das schon echt was wert. Habe ich gemerkt. Das Problem ist natürlich, alle anderen Sachen liegen noch ein bisschen in der Zukunft. Ich meine, wir haben gerade mal Level 5 Sachen. Oh. Und ich würde sagen, in der Aufnahme haben wir ja gut was geschafft. Ihr habt gesehen, wie wir das Dach eingerichtet haben. So. Die letzten Dinger mache ich noch mit euch. Und dann würde ich sagen, am nächsten Tag, ja, machen wir nochmal eine Runde irgendwo hin. Vielleicht nochmal in die Neustadt. Wo wollten wir sonst hin? Zum Trader vielleicht. Ja, gibt die ein oder andere Option, wo man nochmal gucken könnte. Aber ja, wir bauen irgendwie mal. Vielleicht müssen wir uns wirklich in so ein Level 5 Gebiet mal wagen, um richtig guten Loot zu kriegen. Ich habe da so meine Bedenken, aber alles in der nächsten Folge. Ich baue hier noch am Dach rum. Bis gleich.